Die Sonderausstellung zum 150-jährigen Bestehen des Konstanzer Rosgard-Museums zeigt eine Reihe von Gemälden, auch aus der frühen Neuzeit, die normalerweise in der Dauerausstellung nicht zu sehen sind. Wir haben hier drei sehr schöne Beispiele für die Zeit, in der sich die Kunst allmählich von ihrer kirchlichen Bindung zu emanzipieren beginnt. Während Kunst im Mittelalter grundsätzlich Sakralkunst ist, ohne christlichen Bezug gar nicht denkbar, ist die Kunst der frühen Neuzeit zwar immer noch nicht frei von kirchlichen Bezügen, aber emanzipiert sich allmählich von dieser Fokussierung auf die Bibel und christliche Überlieferung. Aber man benutzt nach wie vor die Bibel als Vorwand. Hier ein schönes Beispiel aus dem 18. Jahrhundert. Franz Joachim Beich, ein aus Ravensburg stammender Maler, der später am Bayerischen Hof Karriere gemacht hat, hat hier ein großartiges Landschaftspanorama entfaltet, in dem vorne etwas beleuchtet, sich eine Szene abspielt, die tatsächlich eine biblische Szene ist. Der Hauptmann von Kapernaum tritt Christus gegenüber, bittet ihn, einen gelähmten Diener zu heilen. Christus aber kann sein Haus nicht betreten. Und dieser römische Hauptmann nun bittet Christus, das quasi als Fernheilung zu tun. Christus ist beeindruckt vom Glauben dieses Heiden, dieses Römers, und heilt tatsächlich nun den gelähmten Diener, ohne das Haus selbst zu betreten. Aber diese Szene ist letztlich eben bloß ein Vorwand, um im Hintergrund ein Gebirge aufzutürmen, einen See zu entwerfen mit Ruinen drumherum. Es geht um die Landschaft, es geht nicht mehr um die Bibelszene allein. Ein schönes Beispiel für den Rückgriff auf römisch-griechisch-antikes ist eine Supraporte, ein Gemälde, das also ursprünglich über einer Tür angebracht wurde. Es ist eines von drei solcher Gemälde in der Sammlung des Konstanzer Rosgarten-Museums. Und hier werden Amuretten in der Pfeilschmiede gezeigt. Eine humoristische Bilderfindung eines Künstlers des 18. Jahrhunderts. Man sieht links, wie das Metall geschmolzen wird, wie dann schließlich die Pfeilspitzen geschmiedet werden, am Ende die Schäfte hergestellt werden und dann die Pfeile zusammengefügt werden, sogar noch geschliffen werden an einem Schleifstein. Der Schleifstein selbst muss feucht gehalten werden, sodass einer der Putten hier auf den Schleifstein pinkelt, bis schließlich dann die fertigen Pfeile zum Einsatz kommen. Wenn man durch die Tür hinausblickt, sieht man einen der Putten mit den Pfeilen davonfliegen. Erotische Malerei war etwas heikel. Man musste auch hier einen Vorwand finden, um solche Szenen zur Darstellung zu bringen. Hier haben wir es mit einer Sinnenallegorie zu tun. Eine Kopie nach einem niederländischen Meister. Man sieht ein Liebespaar. Sie hält ihrem Geliebten eine Rose vor die Nase. Unten ein Hund, der natürlich bekannt ist für seinen guten Geruchssinn. Aber hier bedeutet er wohl auch noch mehr. Der Hund steht auch zugleich in Beziehungen für die Treue. Also vielleicht bahnt sich da etwas Längerfristiges an, und gleichzeitig sieht man natürlich mitten ins Dekolleté der Dame, und es geht dem Maler eben nicht alleine um den Geruchssinn, sondern tatsächlich um Erotik, um eine Liebesszene. Diese Sinnenallegorie zählt zu den frühesten Sammlungsstücken Ludwig Leiners, der eigentlich selber weniger Interesse für Kunst hatte, sich viel mehr für Archäologie interessiert hat, für die Natur, selber eine Naturaliensammlung angelegt hat. Aber auch die Kunst war eben schon Bestandteil seines Rosgarten-Museums, das er 1870-71 eröffnet hat. Musik.